Willkommen zurück zu The Quarry. Nicht wundern, ich bin ein paar Steps wieder zurück, weil ich eine neue Session angefangen habe jetzt. Ich mache weiter hier mit den beiden. Und sammeln wir noch Holz für das tolle Feuer, was wir vorhaben jetzt zu tun. So wir noch eine Nacht hier verbringen müssen. Was aber pure Absicht von Jacob ist, um noch die bisherige Story zusammenzufassen, die wir bis jetzt erlebt haben. Sonst nichts Schlimmes passiert bis jetzt. Aber wer Supermassive kennt, weiß, dass das noch nicht so lange mehr so bleiben wird. So, jetzt gehe ich kurz noch einen Schritt zurück, denn ich weiß, hier gab es eine Karte, sonst mache ich gerade Kirre, dass ich noch nicht gefunden habe. Da ist er. Das ist nämlich der Gehängte. So, ich lese nicht mehr vor, weil die Olle liest uns das am Ende vor. Sorry, da steht die Olle genannt. Ja, die Wahrsagerin halt. So. Mal schauen, wie lange es noch so diese ruhigen Folgen bleiben. Ich glaube nicht mehr so lange. Fragst du dich je, wie es weitergeht? So, nach unserem Tod? Voll Depri, Mann. Nein, ich meine die Zukunft. Ja, schon manchmal. Andauernd? Also viel zu oft. Verstehe ich total. Manchmal versuche ich einfach loszulassen, weißt du? Hä? Na, was immer auch geschieht, sollte so geschehen. Vom Schicksal vorherbestimmt. Fest. Weiß nicht. Ich glaube, das ist so vorgesehen. Ja. Schicksal ist mir zu bequem. Wie das? Naja, wenn alles vorherbestimmt ist und man etwas Schlimmes tut, kann man sich immer rausreden mit: Hey, ich kann gar nichts dafür, es war vorherbestimmt und ich kann meine Handlungen nicht wirklich steuern, richtig? So habe ich das bisher noch gar nicht betrachtet. Ich meine, naja, es ist total okay, wenn du daran glaubst. Ja, nein, total. Ja. Hat sie aber durchaus recht mit. Ich bin ja so ein bisschen Anhänger der Theorie, zumindest so ein bisschen ist alles vorbestimmt, aber man kann trotzdem noch selbst agieren Sachen entscheiden, nur dann ändert sich halt das Schicksal. Das, alles hat da Konsequenzen, egal welchen Teil man sich trifft. Also man kann sich schon frei entscheiden, alles, aber alles hat Konsequenzen. Natürlich auch positive. Konsequenzen sind ja nicht mehr negativ, zum Glück. Deshalb. Mein Schaden an den Zwölfspielen ist tatsächlich diese cineastische Bar, die kann man auch rauspatchen, das weiß ich auch, aber ich will da nicht so viel editieren bei Spielen, die jetzt nicht modfreundlich sind. Wir könnten uns die schwarzen Balken links oben und unten natürlich auch weghauen, aber die gehören eigentlich zu das Spiel. Gleichzeitig deckt man aber ein paar Sachen nicht, deswegen, weil es so ein bisschen die Sicht blockt, die Kameraperspektive, unter anderem auch. Und ich habe hier eine unsichtbare Wand, ich kann nicht weiter, okay. Dann halt nicht. Ich weiß, wo wir sind. Echt? Komm her. Hier, halt mal. Sicher. Der Ausblick ist... Wow, Abby, das ist echt gut. Nein, nein, das ist nichts. Nein, glaub mir, ich mein's wirklich ernst. Das sind nur grobe Skizzen, aber sie helfen mir, mich später besser an alles zu erinnern. Wirklich cool, wie gut du dich selbst kennst. Ja. Gut möglich. Ich meine, nicht jeder weiß, wo seine Stärken liegen, verstehst du? Du hast ganz sicher viele Stärken, Nick. Ich mein, kann sein, ich weiß... nur nicht welche.
findest es raus. Ist vermutlich nichts. Nein, hör mal. Da ist irgendwas. Ah! Da! Er ist so winzig. Oh mein Gott. Geh da weg, Mädchen. Das hat eine Mutter. Wildschweinmütter sind die schlimmsten Tierreich. Genau, weil die mögen das gar nicht. Scheiß auf. Lass den Scheiß weg. Was für ein Scheiß? Scheiße. Soll ich sonst machen? Nichts rücken. Du bist in Gefahr. Eine rätselhafte Kreatur ist hinter dir her. Rätselhaft ist es nicht. Licht. Du musst die Luft anhalten, damit die Bestie denkt, dass du nur totes Fleisch bist. Denn Kadaver sind für dieses Raubtier uninteressant. Achte darauf, wie sich die Anzeige oder die Geräusche verändern, je gefährlicher es wird. Wenn die Gefahr vorbei ist, renn weg. Wähle den richtigen Moment und dann lauf um sein. Das ist ja das schwerste Minigame von allen. Aber Vorsicht, wenn du im falschen Moment atmest oder wegläufst, erkennt die Bestie dich als verlockende. Ich meine, dieses Tastendrücken war auch schon schlimm. Tragisch enden. Ist auch schon schlimm, aber da wusste ich wenigstens, was ich tue. Hier muss es teilen, das ist einfach nur Gefühl. Man erkennt so ein bisschen am roten Rand. Später noch relevanter, könnt ihr euch denken. Jetzt, wenn ich merke, es gibt eine kurze Phase, da ist es weiß und dann kann ich drücken. In dem Fall jetzt auch. Yes. Oh. Gott. Das war knapp. Das Vieh hätte mich beinahe zerfetzt. Wachen ist nicht zu spaßen. Zumindest hat sie ihrem Schweinemann was zu erzählen. Woher weißt du, dass es die Mutter war? Ich konnte alles sehen. Alter, dann wurde er so reagiert. Sie wollte mir an die Wäsche. Oh, deine süße kleine Freundin. So klein war sie gar nicht. Wir sollten zurückgehen. Jetzt habe ich Sandy wieder und kann nichts damit anfangen. Ja, Caitlin sind wir jetzt. Hier am Lagerfeuerplatz. Aber Fotos kann ich machen. Hey Caitlin, weißt du was? Mr. H ist voll der Spanner. Er hat überall versteckte Kameras und einen Geheimraum. Nein, das ist nicht... Wow, halt. Bitte, was? Seine Augen sind überall. Die ganze Zeit sieht er uns. Hör schon auf, Mann. Er hat nur Wildkameras. Für die Wanderwege und so ein Zeug. Oh. Das findest du nicht weird?
Wenn er damit das Gebiet checkt, Kids beschützt, vermutlich beobachtet er die Wildtiere. Ihr seid ja total fantasielos. Und, was geht hier so? Ist alles ready? Stimmt, da war echt Licht, ne? Na komm. In dem Baumhaus am anderen Ufer war ein Licht. Das war ziemlich spooky. War wohl deine Freundin, Ryan. Die Hexe von Hackett's Quarry. Du solltest doch nie wieder Hexe von Hackett's Quarry sagen. Was stört dich denn an Hexe von Hackett's Quarry? Geht's denn? Ist euch eigentlich klar, dass wir uns nach heute vielleicht nie wiedersehen? Und das merkst du erst jetzt? Ich sorg nur für Stimmung. Stimmung? Emotion, Vibe, weißt du? Apropos für Stimmung sorgen. Ich hab zu tun. Okay, denn Playlists erstellen sich nicht selbst. Irgendwie ja doch, aber... Es fehlt noch Holz. Besorg es mir. Igitt, Wortwahl. Oh, das war Absicht. Abby, Nick, gutes Timing. Wir haben Holz. Das wird besonders Ryan freuen. Aber eher Kleinholz. Oh, das ist genug. Holzklötze haben wir schon reichlich. Wir hätten vielleicht mehr, aber da war eine Sau oder Bache. Aber Nick war super tapfer und hat sie abgewehrt. Oh mein Gott, nicht etwa die Haxe von Hackett's Quarry? Was? Ich dachte, du hast den Spruch. Für Jokes muss man Opfer bringen. So ist's brav. Oh, ich würde euch so gern zu kleinen Püppchen schrumpfen, in meine Tasche stopfen und mit euch spielen, wenn ich schlechte Laune hab. Okay. Wow. Hey, warum? Das war doch funny. Was ist jetzt... Mann, ey. Wow, wow, wow. Was rennst du mit einer Knarre rum? Jetzt chill mal, okay? Ist ja nicht echt. Ich meine, sie ist echt, aber nur zum Schutz vor Bären. Wir haben sie aus dem Lagerraum. Okay, schön. Schön, wir packen sie weg. Danke. Echt nicht lustig, du Arsch. Und wir bringen euch eine handverlesene Auswahl der allerfeinsten Hackett's Quarry Grundnährstoffe. Nicht wirklich, Mann. Doch, wirklich, Mann. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop em in your mouth. Pop. Ich dachte, dass die inzwischen vom Markt verschwunden wären. Hey, gib sie wieder her, Cowboy. Okay, die hier sind vergeben. Alter, du kannst mir die nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. Emma, bitte reich mir die Flinte. Was denn? Du willst mich erschießen? Was? Nein, Dumpfbacke. Okay, wir schießen jetzt um die Wette. Niemals. Auf keinen Fall. Nein. Ich lasse euch Deppen sicher nicht mit einer Knarre allein. Ja, komm schon. Da, der Schießstand ist ganz in der Nähe, okay? Das wird ein Spaß. Okay, also, du und ich. Und ein Wettschießen. Erster Preis? Peanut Butter Butter Pops. Ganze Ladung. Alter. Dann sind sie dir wohl nicht so wichtig, hä? Huh? Wirst schon sehen. Jawohl! Jacob, her mit dem Ding. Los. Niemand hantiert hier mit einer Waffe, solange du dich wie ein Idiot benutzt. Okay, pass du auf uns auf. Leite objektiv die Party. Okay, die eigentliche Party startet hier, Jacob. Okay, die Hauptparty wird schon weitergehen, nach der kleinen Nebenquest. Komm schon. Bitte. Na gut. Yeah. Letzter Aufruf zum altmodischen Wettschießen. Da hinten ist eine Lichtung, da können wir es machen. Aber, falls einer von euch irgendeinen Quatsch anfängt, ist es sofort zu Ende. Oh, kommt nicht vor. Oh Gott. Ich hätte schon eine coole, sag ich ganz ehrlich. Okay, also, ich sag's dir nur, ich war Meisterschütze. Erstklassig. 3 Jahre in Folge, Ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ich sagte also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf und möglicherweise kriegst du einen Peanut Butter Butter Pop als Geschenk. Niemals. Du hast nie gesehen, wie ich schieße. Ja, denn du hast noch nie geschossen. Ja, das behauptest du. Okay, ich wüsste ja wohl, wenn okay, du Jungs, ich muss euch da unterbrechen. Ihr macht das toll mit dem charmanten Macho-Scheiß. Aber wenn wir gleich auf dem Schießstand sind, gelten meine Regeln, okay? Und was ich sage, gilt, alles klar? Okay, gut. Ich muss uns Ziele und Patronen besorgen. Rührt euch nicht vom Fleck, bis ich wieder zurück bin. Okay, liegt's an mir oder ist sie hot, wenn sie so herrisch tut? Bin immer hot, Jämmerling. Ja, okay, danke, bye, bye.
Und, wie war deine Zeit zu zweit mit Abby im Wald? Es war okay. Hey, Ehrenmann! Und, was habt ihr so gemacht? Wir haben etwas geflirtet. Sie ist richtig smart. Ja. Ja. Bist du zum Schuss gekommen? Spar dir das. Nee, nicht schlimm, okay? Ein bisschen Performance-Angst ist was ganz Normales. Du musst dir nur klar machen. Sonst schnappt ein echter Mann sie sich. Apropos, jetzt wirst du sehen, wie ein echter Mann schießen kann. Seid ihr Jungs immer noch beim Imponiergehabe? Nee, er hat nur ein Brett vor dem Kopf. Okay, bitte, jetzt gib sie mir. Ah, du kriegst sie, wenn ich es dir sage. Okay, hör zu, Jungs, das läuft folgendermaßen. Geschossen wird auf das linke Ziel. Nick zuerst, dann ist Jacob dran. Lass den Finger weg vom Abzug, bis ihr schussbereit seid. Alles klar? Ei, ei. Okay. Zwei Dinge. Denkt an die Streuung, denkt an den Rückstoß. Das ist eine Flinte, kein Scharfschützengewehr. Das Licht zeigt... So, wir haben nämlich jetzt Kampf. Moment. Ding. Auch wichtig. Ich muss dir leider sagen, dass du dich während deines Aufenthalts in Hackett's Quarry möglicherweise verteidigen musst, wenn nötig, mit tödlicher Gewalt. Ziele in einer solchen Kampfsituation mit deiner Waffe und das Licht zeigt dir, wohin du schießt. Achtung, wenn du in unmittelbarer Nähe deines Ziels bist, verursachst du mehr Schaden. Bei größerer Entfernung nimmt die Streuung zu und Verletzungen sind weniger gravierend. Manchmal ist Waffengewalt zwar eine Möglichkeit, aber vergiss nicht, dass es auch Alternativen gibt. Denk daran, dass Waffen nicht ungefährlich sind. Die Verletzungsgefahr ist hoch. Ich sollte nicht mehr schießen, nur wenn die Option dafür hat. Gleich wohin ihr zählt. Klar. Hä, jetzt war sehr da voll gut, drauf. Nick. Also. Ein Punkt. Okay. Okay, wir sind zu weit weg, um richtig was auszurichten. Gehen wir näher ran und zerfetzen sie gründlich. Okay, dann hier Jagd-Schussausbildung, man merkt's. Okay, Nick. Jetzt wird's ernst. Schöner Schuss. Na, Glück. Das hast du gesagt. Wieder habe ich nicht so viel Zeit zum Aim. Punkt für dich, Nick. Gut so, Nick. Okay. Zeig, was du kannst. Ja, ewig viel Munition. Okay, vielleicht guckst du jetzt besser weg, Nick. Sonst hast du nachher noch mehr Performance-Ängste. Okay. Halt die Klappe und schieß, Jacob. Ich dachte, du wärst Ultra-Elite-Profimeister. Ja, mit dem Gewehr, okay. Wow, Alter, nicht von der Donnerbüchse. Du erschießt dir gleich noch jemanden. Nee, ist okay. Er hätte mich eh nicht getroffen. Hey! Okay, disqualifiziert wegen Dummheit. Was? Nein! Mündungsbewusstsein. Sorry, Jacob. Besser geschossen. Butter geschossen? Hey, das lag mir auf der Zunge, aber... Ihr seid beide gemein. Bam! Ihr dachtet, das wär's. Was zum... Wow. Pop, pop, Peanut Butter, Butter, Pops. Ja, die Caitlin kann schon was. Okay. Neue Idee.
Partyspiel. Ach. Kommt, Leute, vielleicht sehen wir uns nach heute Nacht nie wieder. Lasst uns was draus machen. Was schwebt ihr denn vor? Wie wär's mit Ultimativregeln für Wahrheit oder Pflicht, Ruf oder Ehre? Also Dylan-Style. Okay, alles klar. Jemand fragt dich, Ruf oder Ehre? Dann wählst du und dann machst du's. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also normale Standardregeln? Ja. Also auch richtig mit Küssen? Wenn man sich traut, ja. Und alle einverstanden sind, eh klar. Supi. Ich meine, du kriegst deine Chance, wenn du dran bist, aber... Gut, wer darf denn zuerst? Das war meine Idee, also... Abigail. Ruf oder Ehre? Ruf. Lieber mal smooth bleiben, ha? Huh? Na gut, dann los. Hast du je mit irgendwem gepennt? Ich... Hey, schalt mal runter, Mann, das geht zu weit. Kommt schon, ich war nicht fertig. Hast du je mit irgendwem gepennt? Hier im Camp? Nein. Nope. Sorry. Okay, Abby, du bist dran. Na gut, okay. Oh Gott. Abby, oh mein Gott, jetzt mach schon, Mann. Okay, ich weiß nicht. Ach, ding, 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 zu spät. Nächster. Ryan, Ruf oder Ehre? Ehre. Immer her damit. Okay, Ryan. Du kriegst mal was Neues. Ich bin gespannt. Ich gebe dir eine Wahl. Und ich sage, du küsst entweder Caitlin oder Dylan. Wow. Ich meine, schätze, beide wären nicht übel. Sorry, nicht meine Regeln. Eine fragwürdige Logik, aber okay. Dann mal los. Sorry, ich muss es tun. Dylan, los, komm. Muss ich einfach. Immer gerne zu Diensten. Okidoki, wen nehme ich? Ich und Jacob waren noch nicht dran. Guter Punkt. Caitlin, was sagst du? Ruf oder Ehre? Ruf. Ja, Ruf. Mal sehen. Was wolltest du als Kind werden, wenn du mal erwachsen wärst? Was für eine vollblöde Frage. Du musst antworten. Tja, die Antwort ist null Ahnung. Ist echt wahr. Sorry. Oh, ich bin wohl dran. Nope. Was? Riecht nach Beschiss. Oh, erwischt. Hast recht, Mann. Mein Traum war Street Performer. Niemals. Street Performer? Du meinst wie, so... Nein, Arschloch. Pantomime oder wie diese starren Typen, die sich bewegen für einen Dollar. Caitlin als Mimen. Ja, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Danke, Ryan. Gut gespielt. Jetzt bin ich dran. Emma. Ehre. Emma, also du küsst... Jacob? Oder? Oh. Nick. Na dann. Ja. Sorry, Nick. Da hast du keine Schnitte. Das ist eine Todsache. Ist vielleicht keine gute Idee. Ich nehme Nick. Das ist jetzt hart assi von ihr.
Genau deswegen kann ich die am wenigsten leiden. Blöde Kuh! Im Ernst jetzt? Es gegen Jacob und gleichzeitig tut sie damit auch noch was gegen Abby. Also, what the hell? Es reicht. Es reicht! Danke, Nick. Er ist gut. Du knutschst meine Freundin, Arschloch. War doch nur ein Spiel. Hey, ich bin niemandes Freundin. Fick dich doch, nur ein Spiel. Ja, fuck, war's echt nicht. Jacob. Geht doch nicht, das ist keine gute Idee. Das ist doch Horror, ja, ich könnte doch nicht gehen. Ich ihm wohl ja, genau, teile ich alle auf. So macht man das, ein schlechter Horror. Du siehst wohl besser mal nach Abby. So, hat jemand Lust auf ein Schachspiel? Was? Voll der Party, Bombe. Verdammt. Jetzt müssen auch sich die Jäger aufteilen. Da bist du ja. Ich bin wie immer entzückt, dich hier zu sehen. Dann sag, was bringst du mir mit? Der Gehängte. Der Gehängte steht für das Aufgeben. Er gewinnt dadurch eine neue Perspektive. Sieh ganz genau hin und denk daran, dass manchmal die Welt erst Kopf stehen muss. Denn sonst lässt man nie los. Doch das sind nur Worte. Ich weiß noch so viel. Willst du lernen? Okay, das ist Jacob, der von Ihnen gefallen ist. Das ist das erste Mal gewesen. Geheimes bleibt verborgen und die Nacht wird dunkler. Gewiss ist, dass wir uns wiedersehen. Pass nur auf. Wo die Wölfe sind, sind Raben nicht fern. Blödes Spiel. Wie in der Mittelstufe. Das juckt mich doch nicht mal. Es kann doch jeder küssen, wen er will. So dämlich. Ach, toll. Wo bin ich denn jetzt? Ja, und schon haben wir uns verlaufen. Das ist natürlich immer toll. Taschenlampe oder so? Willst du nicht? Okay. Ja, solange er merkt, es wird dunkler, muss ja bald mal was passieren. Oh. Die Kamera gefällt mir schon nicht. Wir haben auch schon gesehen, wer hier durch den Wald läuft. Ein bisschen schneller laufen, das ist nicht so gut im Dunkeln allein zu sein.
Wir hören Stimmen, das ist immer toll. Wenn man Stimmen hört. Und da ist eine der Wildkameras. Eine Wildkamera? Wir haben leider schon eins verpasst. An den Bäumen versteckt Wildkamera, vielleicht eine reine Forschungsmaßnahme oder die zielte Überwachung. Im ganzen Gelände gibt es Wildkameras, die Chris Hackett von einem Geheimraum so ein Bohrer strengen kann. Sieht so aus, als ob er etwas sucht. So. Wie gesagt, leider habe ich keine Ahnung, wo alle Fundstücke sind. Ne? Also ich würde euch ja gerne 100% zeigen und mit allen Beweisen und alles, aber ich habe leider keinen Plan. Ich habe auch damals nur einen Teil gefunden. Und ich habe jetzt auch keinen Guide. Logischerweise macht man nicht beim Let's Play nebenbei auf. Ich würde jetzt machen, wenn ich jetzt 100% erschießen machen wollen würde. Da stand jemand. Das habe ich gesehen. Aber nicht, dann haben wir das Play. Da spielt man ohne Geiz. So. Ich laufe mal hier weiter. Die Gefahr sehr hoch, dass ich was verpasse. Das hat leider bei so Open-Dingern, weil irgendwo geht es immer weiter, man weiß nicht wo. Das haben sie bei Dark Pictures irgendwann ganz gut geklärt gehabt. Ist auch wieder irgendwie zurückentwickelt, keine Ahnung warum. Also man sah ja teilweise bei Dark Pictures, wo es weitergeht, wo nicht. Das sieht man jetzt nicht mehr so einfach. Da haben sie irgendwie wieder die Entwicklung in die andere Richtung gemacht. Aber wie gesagt, zu Devil in Me werde ich auch noch Let's Playen. Dann fällt mir noch Until Dawn, dann habe ich alle Supermassive-Spiele. Alle großen dann auch Let's Play. Abby? Ruf nochmal! Hey, ich bin hier! Ich komme! Nick! Hey! Hey! Hi! Du bist weggerannt. Ich glaube, das Spiel wurde einfach zu intim für mich. Ich verstehe schon, was du meinst. Also, und die Sache von vorhin? Ja, wie krass. Emma wollte Jacob voll eifersüchtig machen. Glaubst du? Denk schon. Wieso sollte sie mich sonst so küssen? Stimmt. Ich hab einfach mitgespielt. Ja, ist nur ein Spiel, oder? Klar. Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach? Mhm. Es fängt an. Ich hasse es. Ich entschuldige mich jetzt schon, falls ich irgendwas versemmel. Ich gebe mein Bestes. Oh, hast mal gecuttet, okay. Oh, ne. Zu knurrig. Es ist ein Bär. Zu flott. Thank you.
Puh, okay. Leute, aber hier würde ich tatsächlich sagen, wenn ich jetzt mal die Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Up on the ghost stories? Sorry. Just stick to Kumbaya next time, okay? What's that? You guys don't do Kumbaya anymore? Hello, my friend. Welcome to the show.